bin's Ilona und von mir gibt es heute ein neues Video. Und zwar ist es ja jetzt 2019. Und ihr kennt alle diesen Spruch, New Year, New Me. Und genau das werden wir heute umsetzen, denn es ist Zeit für einen neuen Style. Es ist Zeit für eine neue Ilona. Und deswegen habe ich mir 3 Outfits von ASOS bestellt in verschiedenen Stilrichtungen, die ich euch heute zeigen werde. Ich würde sagen, alle Outfits passen auch schon so zu meinem Style, nur sind es halt so ein bisschen extrem. Ich habe ein total mädchenhaftes Outfit, ein, ja sagen wir so ein bisschen Punk, so ein bisschen so ein rockiges Outfit und ein richtig alternative Outfit. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Ich werde euch auf jeden Fall die Outfits zeigen. Ich werde sie selber bewerten. Ich würde sagen, wie gut sie zu mir passen. Und Laura wird sie auch nochmal extra bewerten, damit man nochmal so eine Meinung von außen hat. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an und viel Spaß. Wir fangen an mit dem ersten Outfit. Und zwar ist das das mädchenhafte Outfit. Und was braucht man dafür natürlich? Ein süßes Blümchenkleid. Ich finde dieses Kleid ehrlich gesagt total schön. Es ist schon ein bisschen mehr girly und vor allem in der Kombination mit diesem wunderschönen rosanen Mantel. Ich habe mich total in diesen Mantel verliebt. Ich finde diesen Mantel total schön. Das ist so ein rosaner Wasserfallmantel, den man auch an der Taille zusammenschnüren kann. Und ich finde den so süß. Ich finde den so verdammt süß. Aber es ist einfach ein bisschen zu girly für mich. Wenn ich den anhabe, sehe ich wirklich aus wie so eine Möchtegern-Barbie. Habe ich das Gefühl. Ich habe es noch nicht anprobiert, deswegen bin ich sehr gespannt. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der Touch von Glitzer. Ich liebe Glitzer und ich fand, diese Schuhe haben perfekt zu diesem Outfit gepasst. Es sind einfach komplett glitzernde Schuhe. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die spitz sind. Ich mag keine spitzen Schuhe. Ich finde es wirklich nicht schön. Aber an sich, wäre der Schuh vorne rund, würde ich den Hammer finden und würde den safe behalten. Aber vor allem zum Outfit, uff, das wird ein Overload an der Rose. Und als letzten Touch brauchen wir noch eine passende Handtasche. Und zwar ist das eine von Moschino, die ich mir auch schon länger angeschaut habe. Die mir aber einfach ein bisschen ein Touch too much ist. Ich finde die so extrem schön. Ich habe mir schon öfter überlegt, die zu bestellen. Aber irgendwo finde ich es dann doch immer irgendwie zu viel. Aber ich finde die an sich so schön. Ich habe übrigens alle Outfits bei ASOS bestellt. Und alle Sachen bekommt ihr auch momentan bei ASOS. Ich meine, die Tasche ist auch momentan im Sale. Ich finde die so verdammt süß. Ich werde jetzt das Outfit für euch anziehen und bin schon sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, Leute, dieser Mantel ist so unnormal süß. Ich mag den so gerne. Oh mein Gott. Dazu haben wir noch diese Sonnenbrille. Und dazu die Tasche. Da will ich jetzt diese Teile nicht abmachen, weil ich Angst habe, dass ASOS sie sonst nicht zurücknimmt. Weil die Tasche ist schon ein bisschen teurer. Dazu trage ich natürlich die glitzernden Schuhe. It's so freaking sweet. I'm such a girl. So wollte ich immer mit 13 aussehen, als ich High School Musical gesehen habe und Ashley Tisdale mein größtes Vorbild war. Ich gebe dem Outfit ganz ehrlich 8 von 10 Punkte. Ich finde den Mantel so unnormal heftig schön. Ich würde ihn so gerne behalten, wenn ich wüsste, dass ich ihn tragen würde. Ich finde die Sonnenbrille süß. Ich finde die Tasche okay. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Das Kleid drunter mag ich. Ich mag nur die Schuhe nicht. Für die Schuhe würde ich einen Punkt abziehen und für die Tasche. Aber sonst, ganz ehrlich, so würde ich das Haus auch verlassen. Das wäre dann mein Ashley Tisdale-Moment. Komm, ich mache meine Pose bereit. Hä? Ich mache meine Pose bereit. Soll ich jetzt reinkommen? Ja. Das ist mein Ashley Tisdale-Moment. Echt? Ich habe erst an Paris Hilton gedacht. Oh, Paris Hilton, okay. Oh, Paris Hilton. Ich habe halt irgendwie gar nicht an Ashley Tisdale gedacht. Oh Mann.
Aber ganz ehrlich, der Mann ist so süß. Ist auch ganz sweet, oder? Mm. Ich mag nur die Ärmelchen nicht. Das ist ein Mutti-Kleid. Oh Mann, ich mag Mutti-Kleider. Ilona hat irgendwie so einen Drang zu Mutti-Kleidern immer. Ja, ich mag Mutti-Kleider. Ich finde das Kleid für süß. Auch wenn du meinst, dass es ein Mutti-Kleid ist. Okay, kannst du bewerten? Wenn der Mantel zu ist? Wenn der Mantel zu ist, okay. Weil du das Kleid nicht magst? Ich mag es gar nicht. Das Kleid kriegt von mir einen Punkt. Ernsthaft? Ich mag es nicht. Oh, okay. Aber du musst ja meinen neuen Look bewerten. Das ist mein Girly-Look. Also so den Look gebe ich schon 10 Punkte. Wow, okay. Weil ich finde, das passt voll zu dir. Passt zu mir? Ja, das ist so eine von deinen Persönlichkeiten. Aber so, ich finde, die wird immer ganz doll unterdrückt irgendwie. Ja, weil ich mag sie nicht. Aber sie ist da. Weißt du, wer das ist? Was hast du gesagt? Das ist richtig Regina George. Stimmt. Nur irgendwie so. Das ist ein Mix aus Regina George, Ashley Tisdale. Eigentlich nicht Ashley Tisdale, eigentlich Chapey. Ja, Chapey. Weiter geht's. Hast du deinen Boden angeguckt? Zum nächsten Look. Milon? Nein. Oh. Egal. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit. Und zwar ist das rockige Outfit. Und zwar, was braucht man dafür natürlich? Upsi. Natürlich braucht man eine schicke Lederjacke. Dazu habe ich einen sehr interessanten Gürtel bestellt. Und zwar ist das so einer. Wie ihr seht, hängt da so eine silberne Kette dran. Ich finde ihn ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Ich muss sagen, ich finde, der hat was. Ich bin gespannt, wie es mit dem Outfit aussieht. Und zwar werde ich den anziehen zu diesem Kleid. Das ist von Pretty Little Thing. Und das ist das Design. Es hat unten ein bisschen Spitze und an den Ärmeln ein bisschen Spitze. Hat so ein Illuminati-Design, deswegen passt das eigentlich ganz gut zu diesem Thema. Und dazu habe ich mir natürlich Docs bestellt, was denn auch sonst. Und zwar diese hier. Das ist so eine ganz besondere Edition. Da sind einfach so ganz viele verschiedene Patches drauf. Zum Beispiel diese Aliens, eine Flamme, die England-Flagge. Und dann sind da halt noch so ganz viele Nieten drauf. Und die passen perfekt zum Outfit und runden das Ganze richtig gut ab. Und das ist das zweite Outfit. Das soll das rockige, punkige, edgy Outfit sein. Irgendwie sieht es halt einfach richtig mächtig gern aus. Also so, I don't like it on me. Warte, ich mach wieder meine Pose. Sind das Dogs? Mhm. Hast du meine Pose gesehen? Special Edition. Rock, Punk Rock Chick ist das. Ja, Punk Rock Chick. So, Avril Lavigne. Ich habe mir gerade ein Stückchen Brot abgeschnitten und mir dabei mit Fingern geschnitten. Alter, ist ja voll doll. Das geht. Das ich habe keine Angst vor Blut. Du magst Blut. Das hat, glaube ich, auch. Oder warte, weißt du, was es ist? Jughead. Ja, das ist ein bisschen so, wie heißt die nochmal? Serpent. Ja, aber die andere von Tony. Tony, genau. Das ist ein Kleid. Ja, ist ein Kleid. Und dann habe ich diesen nice Gürtel hier drüber gelegt. Das ist ein Punk-Chick. Also ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Echt? Ich finde es ganz schlimm. Ich würde 5 von 10 geben. Es ist so ich richtig, halt, das ist so übel möchte gern. Ja, ja, das meine ich. Es ist insgesamt einfach too much. Dann würde ich schon sagen, es ist schon sweet. Aber es ist einfach zu viel von allem. Es ist zu sehr in dieses... Ich möchte in diesem Style drin sein. Das ist richtig so. Habe ich irgendwo noch Nutella hängen? Vielleicht. Mach mal mit. Das ist das Thumbnail. Ich weiß eh nicht, wie ich das Ganze nennen soll und so. Ilona, wir machen so. Bin süß. Ach so. Aber es passt auch zu diesem Outfit nicht. Ach, ich bin nicht süß. Weißt du, Betty... Ich bin schon erwachsen. Ich bin komisch. Ich bin... Oder was hat er nochmal gesagt? I'm weird. Like, I'm who wears this hat? I wear this hat all the time. I'm weird. I'm weird. Das ist so cringe einfach. I'm weird. Oh, mir ist voll warm. Mir ist auch voll heiß. Ich glaube, ich zieh mal eben meine Hose aus. I'm weird. I'm weird.
Wie findest du die Dogs? Auch too much. Oh. Ich dachte irgendwie, du würdest sie cool finden. Nein, das ist viel zu viel, diese ganze Patches da drauf. Okay, sorry. Plus noch Nieten. Okay, alles gut. So übertreib direkt. Obwohl, wenn es Glitzerpunkte wären. Weil du 5 von 10 gesagt hast, sage ich 6 von 10. Oh wow. But I'm weird. I wear this Dumpini every day. That's weird. Stimmt, das war der Text, oder? Ja. Bye, bis zum nächsten Outfit. Kommen wir auch schon zum letzten Outfit und das ist so das Hipster, das Alternative, das Hypebeast Outfit. So, zuerst mal habe ich eine dicke, fette Winterjacke, die man so wenden kann. Die ist von einer Seite schwarz und von der anderen so rosa-lila. Die sieht auf jeden Fall richtig anders aus, deswegen habe ich sie bestellt. Ich weiß jetzt schon, dass mir gleich richtig warm in der werden wird. Und dann habe ich hier einfach eine schlichte schwarze Jogger. So, und jetzt kommen die heftigen Teile. Und zwar habe ich einmal so einen neongrünen Rollkragenpullover bestellt. Der ist von Pretty Little Thing. Und ich bin sehr gespannt, wie der aussehen wird. Dann habe ich dazu eine Hype-Leoparden-Bauchtasche. Ich finde irgendwie diese Farben zusammen richtig nice. So, ich würde es nicht tragen, aber wenn ich es jetzt so sehe, finde ich, hat das was. Und dazu dann diese Beanie hier von Collusion. Ich muss sagen, ich finde das Outfit gar nicht mal so scheiße, außer dass dieser Rollkragen so heftig durchsichtig ist. Man sieht da einfach mal alles durch. Ich finde den Rollkragen mit der Hose und der Mütze finde ich echt ganz cool. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass mir Mützen einfach null stehen, finde ich dafür das Outfit eigentlich ganz nice. Ich finde halt die Tasche nicht cool, weil es ist einfach zu viel. Eine Bauchtasche und dann noch ein Leo. Das ist mir dann wirklich ein bisschen too much. Und die Jacke lässt mich einfach mal aussehen wie ein Türsteher. Ich gebe so ohne die Jacke 7 von 10. Who is she? Sie ist das Hypebeast. Sie ist das Hypebeast, ja. Ich habe gesagt, so Hipster, Hypebeast. Das ist so. Ich bin so anders. I'm so different. Like, das ist doch voll langweilig, wenn alle sich gleich anziehen. Schon wieder irgendwie der Move passt immer. Oder was findest du, was für ein Move passt zu diesem Outfit? Ja, Mittelfinger. So einer. Mir ist egal, was andere denken. Alle? Du, was sagst du? Ich muss sagen, ich finde es nicht mal so hässlich, wie ich dachte. Ich finde nur die Jacke ganz schlimm. Ich finde die Mütze eigentlich ganz cool und das Top auch. Ich finde, so ohne die Jacke sieht es schon mal tausendmal besser aus. Wie kann man so große Brüste haben? Das ist einfach richtig durchsichtig. Ich hab grad Pickel ausgedrückt. Oh. Kannst du jetzt wieder mein Outfit bewerten? Ah ja. Ja, ich mag die Farbe gerne. Ich finde die Farbe steht hier. Ist irgendwie cool, ne? Weißt du, an wen du mich erinnerst? Kennst du die eine Freundin von Kiki? Ich hab vergessen, wie sie heißt. Life is a Pixie. Nee. Ich finde es auch gar nicht so hässlich. Also ich würde es nicht anziehen, aber... Ich finde halt auch die Bauchtasche so... Die ist halt too much. Ja, so Neonfarben so, und dann ja. Nochmal Leo drauf ballern. Und auch noch eine Bauchtasche und dann noch ein Leo. Das ist einfach... Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, wie du meinst, zum Neon. Aber ich finde auch zu einem anderen Outfit. Allein, weil es eine Bauchtasche ist. Echt? Ich würde die wohl anziehen. Echt? Willst du haben? Blöd. Okay, ich habe gegeben 7 von 10. Was sagst du? Ich gebe 8 von 10. 8 von 10. Und was sagst du, ist mein Style? Girly? Rockig? Oder Hipster? Also von allen Outfits, die du gerade anhattest, finde ich, passt das Girly am besten. Echt? Dir. Also ich finde halt den rosanen Mantel auch richtig süß. Deswegen würde ich vielleicht auch das nehmen. Mhm. Aber das finde ich auch ganz cool. Das ist was anderes. Also rockig finde ich passt gar nicht zu mir. Ja, und ich finde das hier ist halt auch so ein bisschen so kostümiert. Findest du?
Ja, du trägst halt sowas nie. Und wenn du dann plötzlich mit ja, so einem Outfit... Ja, aber es ist ein neues Jahr, jetzt neuer Style. New Year, New Me. Stimmt. Willst du jetzt auch noch mein Outfit bewerten? Ja. Lass mal, geh mal nach hinten. Jetzt ist Laura dran. New Year, New Me. Rein. Ja. Das Outfit könnt ihr unten in den Kommentaren bewerten. Ja, genau. Noch nie so was Schönes gesehen. Ich auch nicht. Das war's mit dem Video. Danke, Laura, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke mich, dein Kanal, dass ich dabei sein durfte. Bitteschön. Dein Kanal ist ausnahmsweise mal in der Infobox. Danke. Mein Name ist Laura. Schütz meine Hand schütteln. Dein Name ist Laura. Ich wusste nicht, was du von mir willst. Du hast deine Hand dahin gehalten. Ich, so. Ich wollte erst auf dich zeigen, aber dann wollte ich, dass du meine Hand schüttelst. Oh, ist juckt. Ihh. Das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Bye. Bye. Déjà vu. Die Lashes von Primark sind doch nicht so schön. Oh. Hast du die gerade drauf? Ja. Komm mal näher.